Mein Name ist Dieter Lindauer, ich bin Betriebsleiter bei den Stadtwerken Rottgau und wir befinden uns hier auf der Kompostierungsanlage der Stadtwerke Rottgau und ich darf Ihnen ein bisschen die Stadtwerken vorstellen. Wir sind mit rund 100 Mitarbeitern und einer Bilanzsumme von 80 Millionen Euro der Versorger hier in Rottgau und hier auf der Kompostierungsanlage, das ist so ein Geschäftsfeld von uns, produzieren wir Frisch- und Fertigkompost in sehr guter Qualität. Ich habe auch hier mal so ein bisschen eine Broschüre mitgebracht. Das ist der Wasserturm, ein Wahrzeichen der Stadt Rottgau. Und wir sind tätig in den Bereichen Wasser, Abwasser und Infrastruktur. Wir sind tätig im Bereich der kommunalen Dienste, also von der Spielplatzunterhaltung bis hin zum Straßenbau. Wir sind auch tätig im Energiesektor. Wir haben eine Stadtwerke Rottgau Energie GmbH. Bei uns kann man sehr günstigen und Ökostrom kaufen, den Rodau-Strom. Die Qualität unseres Wassers ist sehr gut. Von daher sind wir ja auch ein bisschen stolz darauf. Wir haben eine sehr modernisierte Kläranlage, das heißt mit Prozessbiologie. Wir sind Musterkläranlage des Landes Hessen, Ausbildungskläranlage. Unser Selbstverständnis ist letztlich, wir sind tätig für die Stadt Rottgau und wir sind kundenorientiert, wir sind zuverlässig, wir sind qualitätsorientiert. Wir gehen auch im Bereich der Energieversorgung neue Wege. Viel Spaß bei den Stadtwerken und hier auf der Kompostierungsanlage. Frau Kretschmer und Herr Wunderlich werden Ihnen ja die Neuigkeiten auf unserer Kompostierungsanlage zeigen. Wir dürfen Sie jetzt hier über unsere Kompostierung führen und so ein bisschen was über unsere Arbeit sagen. Diese Anlage ist Ende der 80er Jahre gebaut worden und bis Ende 2013 über eine Fremdbetreiberfirma geführt worden. Seit dem 01.01.14 haben die Stadtwerke Rottgau und das vor allen Dingen hier der Kollege Wunderlich die Eigenregie übernommen. Wir haben Anfang dieses Jahres unser Gütezeichen für den Fertigkompost erhalten und auch seit August für den Frischkompost. Nachdem jetzt Dietzenbach abgeladen hat, kommt der nächste Schritt, Herr Wunderlich. Wir tun es zwischenlagern, bis wir dann zum Schreddern kommen. Wunderlich, das sind hier die großen Haufen, das ist geschreddertes Material. Wir haben seit geraumer Zeit einen Doppstadt-Häcksler, der schreddert uns das Material in der da sichtbaren Güte. Und hier sieht man sehr deutlich, die Temperaturanzeige liegt bei über 70 Grad. Vielleicht erklären Sie, wie das mit dem Hygienisierungsprozess funktioniert. Also wir fahren diese Temperatur zwischen 70 und 80 Grad bis zu 5 Wochen, damit es dem Gesetz für die Hygienisierung gerecht wird. Und danach wird es dann abgesiebt und weiterverarbeitet. Und wir starten das ja bei jedem Mal Umsätze neu, damit die Temperatur, die sinkt dann etwas ab. Wenn ein gewisser Zeitraum ist, starten wir das jedes Mal wieder neu und es geht dann wieder hoch, weit über 70 Grad. Und damit wenn mir der Sache gerecht. Die Temperaturführung ist ganz, ganz wichtig. Das wird genau überprüft. Wir müssen das auch täglich führen, um eben auch entsprechend der Gütegemeinschaft und den Vorgaben, den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen. Herr Wunderlich, nach 10-mal Umsetzen sieht das Material so aus. Ja, der nächste Schritt ist, wir tun die holzigen Anteile absieben. Alles, was größer ist wie 10 mm. geht in die Biomasse, Heizkraftwerke. Und das können wir uns ja mal anschauen anhand der Siebanlage, wie das funktioniert. Dann wollen wir uns das mal ansehen.
Hier sehen Sie unser fertiges Produkt. Wir haben hier Fertigkompost. Das geben wir gerne unseren Rottgauer Bürgern kostenlos ab, denn diese finanzieren mit ihren Müllgebühren ja schließlich auch die gesamte Anlage. Herr Schanze, gerne gebe ich Ihnen einen Eimer mit. Dankeschön, Frau Kretschmer. Dank der Stadtwerke Rottgau werden jetzt auch meine Blumen zu Hause besser gedeihen.